Das größte Sportereignis der Welt. China. Olympia, bald wieder im August. Mehr als 200 Länder werden in Rio am Start sein. United States of America, Germany, Great Britain. Eine Nation aber könnte fehlen. Russian Federation. Russland steht vor dem Olympia-Ausschluss. Der Vorwurf: Staatsdoping im größten Land der Welt. Dezember 2014. Einer der größten Sportskandale der Geschichte kommt ans Licht. Allegations of an Olympic scandal. A dark day for the sport of athletics. Ausgelöst durch einen ARD-Film über Doping in Russland. Russische Whistleblower packen aus. You must dope, and this is how it's done in Russia. Sie legen erschütternde Beweise vor. Wir können noch mit Oxandrolon und mit Primobolan arbeiten. In Russland werde ich vermutlich zum Staatsfeind Nummer 1. Angst. Sie fliehen aus Russland. C'est un scandale de grande ampleur qui va bouleverser. Offizielle Ermittlungen. Our recommendation is that the Russian Federation be suspended. Nachträgliche Dopingtests, etliche Russen überführt. The allegations have come out in the New York Times and revolve around this man, Grigory Rodchenkov. Neuer Verdacht, Dopingvertuschung mit Hilfe des Geheimdienstes. A criminal act planned by the Russian Secret Service. Russland wittert eine Verschwörung des Westens. Die beneiden uns um unsere Erfolge. Die wollen nicht, dass wir gewinnen. April 2016. Zum ersten Mal seit längerer Zeit bin ich wieder in Russland. ARD-Berichte über Doping in Russland haben vielen hierzulande nicht gefallen. Auch nicht der russischen Regierung. Jetzt werde ich den Sportminister zum ersten Mal treffen. Mehrmals hatte ich zuvor vergeblich um ein Interview mit Vitali Mutko gebeten. Kurz zuvor hatte er noch behauptet, die Dopingvorwürfe seien eine Verschwörung des Westens. Inzwischen wurde eine westliche PR-Agentur beauftragt, die Außendarstellung des russischen Sports zu verbessern. Russland ist nach einem aktuellen Bericht der Welt-Anti-Doping-Agentur weltweiter Spitzenreiter in Sachen Doping. Müssen Sie nicht sagen, dass der russische Sport letztlich völlig gescheitert ist? Was soll ich sagen? Also, Russland hat nie behauptet, dass es kein Problem mit Doping hat. Aber wir haben in den letzten 5 bis 6 Jahren konsequent an dem Dopingproblem gearbeitet. Wir haben nach WADA-Empfehlung das gesamte Personal bis runter zur 4. Ebene gefeuert. Alle, von denen Sie gesagt haben, sie seien korrupt, die sind nicht mehr da. Nicht mehr da? Das will ich überprüfen. Ein Russe, nennen wir ihn Sergei, hilft mir bei der Recherche. Er möchte inkognito bleiben. Sergei hatte mich schon bei meinem letzten Film im März unterstützt. Zum Beispiel dabei, diesen Mann zu finden. Juri Gordejew, angeblich ein Dopingdrahtzieher. Ich wollte damals wissen, ob das stimmt. Sergei spielte den Lockvogel. Er sagte, wir brauchen Oxandrolon und Primobolan. Gordejew antwortete, das geht schon. Haben Sie auch sauberes Testosteron? Ja. Und haben Sie alles auf Lager? Ja, schon. Aber lassen Sie uns jetzt echt nicht am Telefon weiterreden. Ein Dopingdealer auf der Tribüne bei den russischen Leichtathletikmeisterschaften. Und was passierte nach der Ausstrahlung dieses Films?
Das will ich von der neuen Führung des russischen Leichtathletikverbandes wissen, dessen Athleten derzeit wegen der Dopingenthüllungen weltweit von allen Wettbewerben ausgeschlossen sind. Diese Audiodatei aus Ihrem Film mit dem aufgenommenen Gespräch wurde an eine Drogenkontrollbehörde weitergeleitet. Jetzt wird die Entscheidung gefällt, ob sogar ein Strafverfahren gegen Gordiev eingeleitet wird. Das heißt, Gordiev ist also komplett raus? Ja, natürlich. Er ist suspendiert und die regionalen Behörden wissen das. Suspendierung heißt, dem Dopingdealer ist es untersagt, im Sport zu arbeiten, Athleten zu trainieren oder anderweitig zu betreuen. Klingt nach einem Neuanfang. Aber ist dem zu trauen? Mein russischer Kontaktmann macht sich auf den Weg. Sergei fährt zu einem der zentralen Orte für die Olympiavorbereitung der russischen Leichtathleten. Kislovodsk, 1500 Kilometer südlich von Moskau, nahe der Grenze zu Georgien. Sergei schaut sich in einem Waldstück am Stadtrand um, mit der Kamera verdeckt. Überall sind Leichtathleten mit ihren Trainern zu sehen, auch aus dem Nationalteam. Und dann findet er ihn. Der Mann mit der blauen Hose ist Juri Gordiev. Wie selbstverständlich betreut er offenbar immer noch russische Leichtathleten. Gordiev scheint sich hier sicher zu fühlen. Der Dopingdealer von den russischen Meisterschaften im Februar. Und wie ist die Situation jetzt? Die russischen Teammeisterschaften vor wenigen Tagen. Eine der zurzeit seltenen Gelegenheiten für russische Athleten, an einem Wettkampf teilzunehmen. Seit der Suspendierung ihres Verbandes sind sie international nicht startberechtigt. Internationale Dopingkontrolleure tauchen auf. Erkannt werden wollen sie lieber nicht. Aber tatsächlich, es finden offenbar reguläre Dopingkontrollen statt. Nationale Kontrolleure dürfen derzeit hier nicht tätig werden, denn die Anti-Doping-Agentur Russlands ist suspendiert wegen Vertuschung von Dopingfällen. Bei uns sind alle informiert, die Organisatoren der Meisterschaften und die Leute, die das Training durchführen. Wenn Dopingkontrolleure kommen, dann müssen sie reingelassen werden und die Proben nehmen dürfen. Wir sind für alle offen. Bitte, kommen Sie, machen Sie Ihre Tests. Dopingkontrollen im größten Land der Welt. Zehntausende Sportler, viele Medaillenhoffnungen, doch nur wenige hundert Tests im Olympiajahr. Und wenn ausländische Kontrolleure Russen testen wollen, stoßen sie oft auf Widerstände. Zum Beispiel in Trochgorny. Ein militärischer Sperrbezirk im Ural. Mit einem Atomwaffenforschungszentrum. Ausgerechnet hier trainieren gerade russische Athleten. In Köln treffe ich eine Frau, die einen von ihnen im Mai kontrollieren wollte. Angelika Wiesmann erzählt mir, sie sei vor den Toren der Stadt abgewiesen worden. Erst Stunden später wurde ihr der Sportler zugeführt. Der Test konnte stattfinden, es gab aber viele Komplikationen. Nach circa 10 Minuten kamen 3 Sicherheitsleute des russischen Geheimdienstes, des FSB, und forderten uns dazu auf, unsere Papiere zu zeigen und sagten uns klipp und klar, dass wir eigentlich in dieser Stadt überhaupt nichts verloren hätten. Was haben Sie dabei empfunden? Also mir war schon sehr mulmig zumute, das kann ich nicht anders sagen. Weil die Leute ja sind ja auch bewaffnet gewesen und wiesen besonders mich darauf hin, dass ich mich im Umkreis von 80 Kilometern dieser Stadt nie mehr aufhalten darf. Ansonsten würden sie mich ausweisen und das Visum streichen. Hat es die Herren überhaupt nicht interessiert, dass sie als internationale Dopingkontrolleurin eine Kontrolle durchführen müssen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe so etwas in meiner Karriere noch nie erlebt. Trochgorny, die militärische Sperrzone. Strenge Zugangsbeschränkungen. Kaum einer darf hier hin. Dopingkontrollen schwer möglich. Warum trainieren Sportler an einem solchen Ort? Diese beiden glauben,
dahinter steckt System. Die Weltklasseläuferin Julia Stepanova und ihr Ehemann Vitali sind in die USA geflohen. Die Kronzeugen des Dopingsystems in Russland. Sie leben jetzt an einem geheimen Ort. In unserer Situation mussten wir in ein anderes Land flüchten, weil es tausende Nachrichten in sozialen Netzwerken und in Zeitungen gab, in denen man Julia warnte, nicht zurückzukommen, weil sie getötet werden könnte. Julia Stepanova träumt von der Olympiateilnahme in Rio, hofft auf ein Sonderstartrecht. Wegen ihrer Verdienste um die Dopingaufklärung. Derzeit ist sie noch von der Sperre des russischen Verbandes mitbetroffen, darf international nicht starten. Dennoch bereut sie nichts, sagt sie. Im Grunde baut das gesamte Training auf Doping auf. Ich möchte, dass es dieses System nicht mehr gibt. Es zerstört den Sport und es zerstört die Zukunft junger Sportler. Sie sind die Ausgestoßenen des Systems. Andere russische Insider behielten ihr Wissen dagegen lieber für sich. Rückblick. Im Sommer 2014 besuchte ich die russische Anti-Doping-Agentur. Und traf erstmals diesen Mann, den damaligen Geschäftsführer Nikita Kamajew. Vor laufender Kamera bestritt er jegliche Manipulation. Dass Proben ausgetauscht werden und die Russada die Sportler willkürlich aussucht oder sogar Schmiergeld für die Durchführung von Tests nimmt, diese Geschichten sind für Profis einfach nur lächerlich. Kurz darauf, nach den ARD-Enthüllungen, musste Nikita Kamajew seinen Job aufgeben. Heute. Kamajew ist tot. Er starb ganz plötzlich im Februar. Offizielle Diagnose: Herzversagen. Er habe an einem hochbrisanten Buch gearbeitet, erzählt man sich. Ob sein Tod auch damit zu tun habe, wird spekuliert. Das ist absolut absurd, diese Beschuldigungen oder die Hinweise darauf. Wenn er irgendein Buch geschrieben hätte, dann wären da keine Sensationen drin gewesen. Wenige Monate vor seinem Tod. Kamajew richtet sich an einen dänischen Wissenschaftler. Er will auspacken über Doping in Russland, schreibt er. Er habe genug Material für ein Buch, das kontrovers werden soll. Und schockierend. Der E-Mail-Verkehr mit dem dänischen Dopingforscher erstreckt sich über Wochen. Odense in Dänemark. Ich möchte den Mann treffen, mit dem sich Kamajew lange und vertraulich ausgetauscht hat. Professor Werner Möller berichtet mir, er habe mit Kamajew lange Gespräche per Skype geführt. Auch der Schriftwechsel sei immer konkreter geworden. Bald wollten sie sich treffen. Er hatte viele Informationen und Belege, die die Welt schockieren würden. Er hatte Beweise über geheime Labors, die Sportler mit Dopingmitteln versorgten, nicht nur in Russland. Er sagte, dass er Beweise habe, dass es auch in anderen Ländern so ist. Wir wollten uns treffen und dann wollte er mir alle Informationen darüber geben. So erinnert es der dänische Wissenschaftler. Es sollte ein Buch werden, das Insiderwissen aus Jahrzehnten beinhaltet. Es hätte möglicherweise nicht nur für Russland gefährlich werden können. Kamajew hatte sogar schon ein Inhaltsverzeichnis verfasst. Demzufolge wollte er unter anderem über Transporte von Dopingmitteln auspacken, über die einstige pharmakologische Unterstützung von Sportlern der UdSSR und darüber, was 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi wirklich geschah. Als ich einem Kollegen von der Unterhaltung mit Nikita erzählte, dass ich ernsthaft vorhatte, ein gemeinsames Buchprojekt mit ihm zu starten,
sagte er. Das klingt absolut fantastisch und sehr interessant. Aber bedenke, dass es auch gefährlich sein könnte. Und ich sagte zu ihm, du hast wohl zu viele Agentenfilme gesehen. Ein enger Freund des Toten scheint jetzt nachzuholen, was Kamajew nicht mehr gelang. Grigori Rodchenkov, ehemaliger Chef des Moskauer Dopingkontrolllabors, berichtete kürzlich von umfassendem staatlich gestützten Doping in Sochi 2014. Von ausgetauschten Urinproben. Von manipulierten Dopingtests durch den Geheimdienst FSB. Grigori Rodchenkov kenne ich seit langem. Ich erinnere mich an einen Satz, den er gegenüber der ARD schon vor Jahren sagte. Wenn Dopingkontrollen zu 100% zuverlässig wären, dann würde man einige seiner Top müssen verstehen, dass es $1 Million kostet, einen Athleten auf internationales Niveau zu bringen. Das dauert 5 bis 6 Jahre. Und wenn er kurz vor den Olympischen Spielen seine Karriere wegen einer positiven Probe abbrechen müsste, wäre das ein großes Desaster. Rodchenkov war Teil des Systems. Nach den ARD-Enthüllungen verlor er seinen Job und flüchtete. Sein Insiderwissen vertraut er jetzt dem FBI an. Eine US-Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den russischen Sport. Aber stimmt überhaupt alles, was er behauptet? Unter anderem beschreibt Rodchenkov, wie er sogenannte Doping-Cocktails entwickelte. Mit Whisky oder Martini. Er mixte demnach zunächst gleich 3 anabole Steroide zusammen. In jeweils geringer Dosierung. Dazu gab er den Alkohol. Das Gemisch sollte für eine bessere Aufnahme der Dopingmittel im Blut sorgen, die Nachweisbarkeit der verbotenen Substanzen verkürzen. Es klingt unglaublich. Aber ich finde in den Tondokumenten, die mir das Ehepaar Stepanow zugespielt hatte, bemerkenswerte Parallelen. Eine Unterhaltung von 3 russischen Topathleten aus dem Jahr 2014. Oxandrolon wird einfach mit Martini gemixt. Die Mischung behältst du eine Zeit lang im Mund und dann spuckst du sie aus. Das ist alles? Du spuckst die einfach aus? Genau. Einer erzählt von einer weiteren russischen Trainingsgruppe, in der auf diese Art gedopt worden sei. Hätten die nur die Pillen geschluckt, ohne den Alkohol, dann wären alle erwischt worden. Alle. Und wie schnell ist das aus dem Körper? Richtig schnell. Bei Kugelstoßern 10-11 Tage. Bei Läufern 6 und bei Langstreckenläufern sogar noch schneller. Aber wo kriegt man die Mischung her? Wurde die von uns Russen entwickelt? Ja. Made in Russia also. Alle Audiodateien liegen mir im Original, ungeschnitten und in voller Länge vor. Die Tricks des Grigori Rodchenkov, um Betrüger im Sport zu decken. Ist er das kriminelle Superhirn auf eigene Rechnung? Oder handelt er auf Anweisung von oben? Auf Anweisung des Sportministers? Wie kann ich den Einfluss nehmen? Welchen Einfluss können wir auf die Mitarbeiter der Anti-Doping-Organisation ausüben? Der Staat hat sich sowieso schon vom Spielfeld des Sports zurückgezogen. Kein Einfluss? Dass mich der russische Sportminister an diesem Tag sehr wahrscheinlich belogen hat, werde ich im Laufe dieser Recherche noch erfahren. Nach dem Interview mit Mutko bekomme ich ein Video zugespielt. Es geht um Dopingvertuschung gegen Geld, um eine Verbindungsperson. Das Video ist aufgenommen Anfang 2015. Es zeigt Grigori Rodchenkov. Das ist ein alltägliches und sehr gut organisiertes Geschäft. Es ist eine Menge Geld im Umlauf mit dem Ziel, positive Ergebnisse unter der Decke zu halten. Bestimmte Leute vertuschen positive Tests. Ich weiß das von den Olympischen Spielen in London.
Damals kostete es bis zu $500,000, um gedopte Athleten freizukaufen. Pro einzelnem Sportler. Die Athleten werden von ihren Trainern aufgefordert, Geld zu bezahlen. Es gibt in Russland dafür eine Verbindungsperson, die das Geld an den Weltleichtathletikverband weiterleitet. Das ist der Verkauf von Dopingtestergebnissen. Bild und Ton von Rodchenkov liegen der ARD-Doping-Redaktion im Original vor. Zurück in Deutschland bekomme ich ein brisantes Originaldokument. Bevor Rodchenkov Russland verlassen hat, hielt er fest, wie diese Dopingvertuschung genau funktioniert. Schrieb auf, wer daran beteiligt ist. Und Rodchenkov hat all das mit seiner Unterschrift bestätigt. Im Zentrum seiner Anschuldigungen die Anti-Doping-Beauftragte der russischen Regierung, Natalia Zhelanova. Stimmen die Vorwürfe gegen sie, dann hat die Beraterin des Sportministers Vitali Mutko ihr Amt sehr eigenwillig interpretiert. Rodchenkov behauptet, Zhelanova habe sich permanent in die tägliche Arbeit des Kontrolllabors und der RUSADA eingemischt. Absichtlich habe sie Kontrollpläne für Athleten des Internationalen Skiverbandes und der Internationalen Biathlon-Union untergraben. Sie sei daran beteiligt gewesen, Zahlungen und Bestechungsgelder an den Weltleichtathletikverband auszuhandeln, um positive Tests russischer Athleten zu vertuschen. Gemeinsam mit Mutko habe sie Druck auf den WADA-Präsidenten ausgeübt, um Dopingermittlungen gegen Russland zu behindern. Der Sportminister also selbst beteiligt? Auf ARD-Anfragen zu dem Papier keine Antworten. Weder von Zhelanova noch von allen anderen darin beschuldigten Personen. Die Erfolge des russischen Sports. Riesig. Und sie sind der besondere Stolz, die GEA-Nationalmannschaft. Kein anderes Land holt in dieser Disziplin so viele Titel wie Russland. Es gibt aber auch Dutzende Dopingfälle von russischen GEAern in den letzten 4 Jahren. Erfolg und Betrug, beides verbunden mit einem Mann. Viktor Tschegin, der Trainer, der wie kein anderer für das systemische Doping in Russland steht. 20 seiner Sportler mit positiven Dopingproben erwischt. Und Tschegin selbst, wegen schwerer Dopingvergehen, lebenslang gesperrt. In seiner Heimat wurde er jahrelang als Nationalheld gefeiert. Präsident Putin persönlich verlieh ihm mehrere Orden. Und in der GEA-Hochburg Saransk wurde extra ein Sportzentrum für ihn errichtet und nach ihm, dem Vater aller GEA-Sieger, wie es in Russland heißt, benannt. Jetzt darf Tschegin lebenslang nicht mehr im Sport arbeiten. Der russische Leichtathletikverband warnte seine Mitglieder im Februar. Jede Zusammenarbeit mit Tschegin sei verboten. Aber ist Tschegin wirklich raus aus dem Sport? Ich höre mich in Russland um. Seine Athleten würden immer noch zu ihm halten, heißt es. Doch Tschegin sei abgetaucht. Wo er sich aufhält, was er macht, weiß angeblich keiner. Dann erreicht mich eine E-Mail. Die Person schreibt sogar auf Deutsch, berichtet, Tschegin sei bei fast jedem Training anwesend. Er sitze immer ganz oben auf der Tribüne mit Mütze und Kapuze bedeckt. Nur Beweise kann mir der Informant nicht geben. Ich schicke Sergei auf den Weg nach Saransk. Direkt neben dem Tschegin-GEA-Zentrum filmt er mit versteckter Kamera. Tagelang beobachtet er hier die Athleten beim Training. In dem Waldstück arbeiten zahlreiche Trainer mit ihren Sportlern. Aber in all den Tagen von Viktor Tschegin keine Spur. Bin ich auf der falschen Fährte? Vielleicht hatte der Sportminister ja recht.
Chagin arbeitet nicht mehr, weder als Trainer noch als Direktor. Er arbeitet überhaupt nicht mehr im Sport. Ja, er hat kein Recht mehr. Er darf nicht mehr im Sport arbeiten. Und ich hoffe, dass er auch in Zukunft nicht mehr arbeiten wird. Kurz nach dem Interview ist das Schild am Sportzentrum in Saransk auf einmal weg. Chagins Name abgehängt. Ich bekomme einen Anruf von einer russischen Athletin mit neuen Hinweisen. Offenbar haben wir am falschen Ort gesucht. Über Saransk wissen sie nichts. Aber ich solle mich doch mal an der abchasischen Grenze umgucken. In der Nähe von Sotschi. In der kleinen Stadt Adler wurden 2014 viele olympische Wettbewerbe ausgetragen. Jetzt trainieren hier gerade russische Geher. Top-Athleten. Viele ehemalige Tschechien-Schützlinge, deren Dopingsperren gerade abgelaufen sind. Wie Olga Kanischkina oder Elena Laschmanova. Beide schon Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Auch er hat unter Tschechien alles gewonnen. Sergej Kirdjavkin. Musste aber wegen Doping so manchen Titel abgeben. Zum Beispiel Olympiagold von 2012. Alle behaupten, heute nicht mehr mit Tschechien zu arbeiten. 27. April. Plötzlich taucht ein grauer Bus auf. Sergej filmt aus sicherer Entfernung. Beobachtet, wie ein Polizeiauto die Athleten eskortiert. Der Bus immer direkt neben den Sportlern. Die Seitenscheiben dunkel. Und hinter dem Fahrer kaum zu erkennen, ein heller Fleck. Die Aufnahmen muss ich mir genauer anschauen. Tatsächlich. Hinten im Auto ist offenbar ein Mann. Versteckt sich hier etwa Viktor Tschechin, der lebenslang gesperrte Trainer? Ich treffe einen, der vor Ort war. Er möchte anonym bleiben. Ich habe Tschechin mehrmals gesehen. Er hat das Training geleitet. Morgens fuhr er mit dem Fahrrad auf der Geher-Strecke, auf derselben Spur, auf der die Athleten trainierten. Und nachmittags saß Tschechin dann im Bus, fuhr neben den Sportlern her. Manchmal ging das Fenster runter und dann sprach er mit den Sportlern. Blaubeuren in Baden-Württemberg. Hier will ich Gewissheit bekommen. Treffe einen renommierten Experten für Gesichtserkennung. Er hat sich alle Filmaufnahmen angeschaut. Friedrich Rösing hat viele Gutachten für das Bundeskriminalamt, Gerichte und Staatsanwaltschaften erstellt. Jahrzehntelange Erfahrung. Profis wie er können aus vermeintlich wenigen Bildinformationen Aussagen über die Identität einer Person treffen. Wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie herausgefunden? Vor allen Dingen als allererstes habe ich die Bilder von dieser schattenhaften Figur im Hintergrund des Autos optimiert, mehr herausgeholt, was in dem Bild drin ist, wobei wir die strengsten internationalen Standards anwenden. Dann kommt dieses Bild hier heraus und bei dem Bild können wir gut 30 Merkmale erkennen, wie beispielsweise hier eine eher flache, eine enge, eine flache Kurvatur. Vergleichen das mit der anderen Seite, dann wären es alleine bei diesem kleinen Ausschnitt 3 Merkmale. Auch die Nasenkrümmung ist hier bei diesem Bild sehr gut zu sehen. Er hat also einen konvexen, einen nach außen gewölbten Nasenrücken. 30 individuelle Merkmale, die auf Herrn Tschechin schließen lassen. Ja. In allen 30 Merkmalen gibt es Übereinstimmung zwischen der Schattenfigur im Auto und wie auf diesem praktisch Passbild von vorne. Ist dieser Mann Viktor Tschechin? Wir haben gut 30 Merkmale, die übereinstimmen.
Und keines von diesen Merkmalen weicht im morphologischen Gehalt irgendwie ab, sodass ich auf eine Wahrscheinlichkeit von 95-99% komme. Das entspricht dem Prädikat sehr wahrscheinlich identisch. Kann man also davon ausgehen, dass es sich um Check-in handelt? Dass es sich um Check-in handelt. Es sieht so aus, als würde Viktor Check-in die Sportwelt weiter an der Nase herumführen. Wenn der lebenslang gesperrte Trainer noch immer russische Topsportler betreut, weiß die Regierung wirklich nicht darüber Bescheid? Wie war das nochmal? Check-in arbeitet nicht mehr. Weder als Trainer noch als Direktor. Er arbeitet überhaupt nicht mehr im Sport. Der Staat ist der Minister glaubwürdig? Ein Mann, der nach all den bekannten Dopingfällen in Russland immer noch sagt, unsere Erfolge sind nicht auf Doping aufgebaut. Rund 250 Dopingsünder offiziell seit 2013. Eigentlich glaubte ich, sei dieser Film fertig. Doch die Rolle des Sportministers Mutko ließ mich die ganze Zeit nicht los. Ein Ahnungsloser oder ein Vertuscher? Und dann, vor wenigen Tagen, komme ich einer Antwort auf diese Frage näher, als ich jemals glaubte. Mir schreibt eine Person, die auf der Gehaltsliste des Ministeriums zu finden ist. Es geht um Doping im Fußball. Es geht um den Dopingfall bei einem russischen Topverein, der in der Europa League zuletzt noch gegen Borussia Dortmund spielte. Die Nachricht enthält einen vertraulichen E-Mail-Verkehr zwischen Sportministerium und Dopingkontrolllabor. August 2014. Das Thema: positive Dopingproben, auch die eines Fußballers aus der ersten russischen Liga. Ein Topspieler vom FK Krasnodar. Am 17. August 2014 wurde der Fußballer demnach positiv getestet. Auf Hexarelin, ein Dopingmittel, das zur Ausschüttung von Wachstumshormonen führt. Der Mitarbeiter des Ministeriums schreibt, die Entscheidung soll mit WL abgestimmt werden. Eine Abkürzung, die Initialen des Chefs in der internen Kommunikation im Ministerium benutzt. Warten wir also beim Fußballer auf die Entscheidung von WL, fragt das Labor? Antwort aus dem Ministerium, genau so. Die Probe solle aufbewahrt werden. Die positive Probe des Fußballers aus der ersten russischen Liga wurde aber nie veröffentlicht, der Spieler nie gesperrt. Vitali Leontjevich Mutko, der russische Sportminister. Seine Initialen in lateinischen Lettern. WL. Der massive Verdacht, Dopingvertuschung im Fußball. Gesteuert von Putins Sportminister. Ich habe Vitali Mutko jetzt schriftlich angefragt, ob er jemals persönlich die Veröffentlichung von Dopingfällen verzögert oder verhindert habe. Es kam keine Antwort. Vitali Leontjevich Mutko ist Mitglied des Councils des Weltfußballverbands FIFA. Und er ist der Verantwortliche in der Regierung für die Fußball-WM 2018 in Russland. Diese Geschichte spielt in Russland. Aber sie kann überall auf der Welt spielen. In ganz ähnlicher Art. Hinweise auf Doping und Korruption gibt es immer wieder. In der Leichtathletik, aber auch in vielen anderen Sportarten. Große Sportverbände halten die Weltöffentlichkeit zum Narren. Zu viele Dopingschlagzeilen, schlecht fürs Geschäft. Wichtiger sind Milliardendeals, politische Gefälligkeiten. Hinter den Kulissen versucht die IOC-Führung gerade, Russland doch noch zum Olympiastart zu verhelfen. Wer aber kauft den Sportfunktionären, die mehr vom sauberen Sport, dann noch ab?